Bücherwürmer. Bei mir ist die neue Lovely Box eingetroffen und die wollen wir heute mal zusammen auspacken. Ich bin ja ein großer Fan der Lovely Box. Ich habe auch schon einige Boxen ausgepackt und eigentlich war ich immer ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis. Die Lovely Box ist ein Angebot von Lovely Books. In der Lovely Box kann man jeden Monat 3 neue Titel entdecken. Alles ist passend zu einem Thema. Das Thema wird natürlich vorher verraten, die Titel der Bücher allerdings nicht, sodass es immer eine Überraschung bleibt. Man kann sich auf der Website für den Newsletter der Lovely Box registrieren. Über ein Anmeldeformular kann man sich dann für die nächste Box bewerben und mit etwas Glück fliegt die nächste Lovely Box auch bei euch zu Hause ein. Bei dieser Lovely Box handelt es sich um eine Special Edition. Und zwar lautet das Thema sommerliche Lektüre. Außerdem ist Bastei Lübbe Sponsor dieser Box. Also gehe ich mal stark davon aus, dass die Bücher, die hier drin sind, auch alle von Bastei Lübbe sind. Aber zunächst machen wir die Box mal auf. Ich habe meine allseits berühmt bekannte Schere dabei. So, und die Box kommt mir hier schon entgegen. Boah. So sieht die Lovely Box normalerweise aus. So, dann schauen wir doch mal rein. Lass die ab. Oh! Schon wieder dieses komische Papier hier überall. Für dich! Ich will mich aber nicht spoilern lassen, was die Bücher betrifft. Also hoffe ich, dass hier keine Spoiler drin sind. Die Sommersonne strahlt ins Bücherregal und deckt Verheerendes auf. Platz, freien Platz im Bücherregal. Der muss natürlich direkt mit großartiger Urlaubslektüre gefüllt werden. Das sehe ich genauso. Mit unserer sommerlichen Lovely Box bist du perfekt gerüstet für die Sommermonate. Egal, ob du am Meer, See oder auf Balkonien die Füße hochlegst. Lass dich mit Büchern von Bastei Lübbe und Lyx unterhalten und genieße locker leichte Lesestunden mit der Lovely Box. Natürlich verraten wir an dieser Stelle noch nicht, welche Schätze dich erwarten. Ach, ihr seid so schlau. Oh, als erstes springen mir die allseits bekannten Lesezeichen von Lovely Books entgegen. Die kennt man ja schon. Heute brauche ich Liebe, Leidenschaft, Schokolade, Ekstase. Das ist ja süß. Und noch eine Postkarte. Ein Tag ohne Buch ist wie ein Sommer ohne Sonne. Da stimme ich zu. Das finde ich cool. Hier ist direkt ein Gutschein. Da kann ich nämlich mir noch ein Buch von Lyx runterladen. Und zwar handelt es sich dabei um Illumination an deiner Seite von Rowan Speedwell. So, kommen wir auch zu den Büchern. Ich sehe sie schon und freue mich schon total darauf. Zum einen ist in meiner Box von Catherine Taylor Wildblumen Sommer. Das Taschenbuch ist bei Bastei Lübbe erschienen und es geht um Zoe. Bevor sich Zoe einer hochriskanten OP unterzieht, will sie noch einmal nach Cornwall zurückgehen. Vor 14 Jahren hat sie dort nämlich einen wunderbaren Sommer erlebt, aber auch gleichzeitig ihren schlimmsten Albtraum. Und sie möchte jetzt dort in Cornwall diese ganzen Geheimnisse lüften, die dort vor den vielen Jahren auf sie gewartet hatten. Und Zoe trifft auch auf ihre große Liebe Jack. Ich bin mal ganz gespannt, wie sich die Ereignisse zuspitzen. Es klingt nämlich nach einer ziemlichen Achterbahnfahrt der Gefühle. Außerdem mag ich das Cover total. Es sieht so schön aus. Dann gibt es noch einen Roman von Petra Hülsmann. Oh, hier ist noch so Papier drin. Und zwar Das Leben fällt, wohin es will, ebenfalls bei Bastei Lübbe erschienen. Der Titel handelt von Marie, die eigentlich ein ziemlich sorgenfreies Leben führt, bis ihre Schwester Christine erkrankt und Marie sich um die Kinder von ihrer Schwester kümmern soll. Aber nicht nur das, Marie soll auch den Job von Christine übernehmen. Die hat nämlich in der familieneigenen Werft sich um die Segelboote gekümmert. Von Marie also totales Neuland. Ich denke, das ist ein Liebesroman, der ziemlich chaotisch ist, weil Marie wahrscheinlich absolut keine Lust hat auf diese ganzen neuen Verantwortungen, die jetzt auf sie zukommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz schön lustig ist, wie dieses Chaos sich mehr und mehr vor ihr verbreitet. Und zu guter Letzt noch ein Roman, von dem ich das Papier erstmal abstreifen muss. Und zwar handelt es sich um Dina Jefferies, die Tochter des Seidenhändlers. Das ist ebenfalls bei Lübbe erschienen. Also mich irritiert es jetzt doch ein wenig, dass scheinbar doch kein Buch von Lyx dabei ist, wie es eigentlich im Brief stand, aber nun ja. Das sieht alleine vom Cover her schon ziemlich nach einer exotischen Geschichte aus. Der Roman spielt im Vietnam 1950. Und wie der Titel eigentlich schon sagt, geht es um die Tochter eines Seidenhändlers. Die heißt nämlich Nicole. Und Nicole soll einen Stoffladen übernehmen. Allerdings ist sie nicht so ganz damit zufrieden, dass sie erfährt, dass ihre Schwester Sylvie das Seidenimperium der Eltern übernehmen soll. Das ist auch ein sehr politisches Buch, denn es geht auch um die Widerstände im Vietnam gegen die Franzosen. Und ich glaube, dass Nicole damit auch so ein bisschen zwischen zwei Fronten gerät. Sie lernt auf der einen Seite immer mehr die Kultur kennen. Auf der anderen Seite steht allerdings ihr Vater, der Franzose ist. Und auch zwei Männer schleichen sich in ihr Leben. Einmal der Rebelle Tran und zum anderen der Geschäftsmann Marc, für den auch ihre Schwester Sylvie
Augen hat. Das war es auch schon mit dem Inhalt der Lovely Box zu der Special Sommer Edition von Bastei Lübbe. Mich würde jetzt natürlich interessieren, welches der Bücher euch besonders interessiert und warum. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Außerdem will ich wissen, ob ihr die Lovely Box bereits kennt. Vielleicht habt ihr auch schon eine Lovely Box erhalten und wenn ja, wie fandet ihr die Lovely Box? Ich bin Lea von Libariarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Libariarium und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besucht. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, Bücherwürmer! Oh, den Karton brauche ich ja jetzt nicht mehr. Diesmal mache ich nicht den Fehler und schmeiße es durch die Gegend, sondern tue es direkt hier rein. Und ich kann mir einen sinnlichen Roman von Lux aussuchen. Nein, ich kann mir den nicht aussuchen. Und mir kommt auch direkt so ein Lesezeichen noch entgegen. Pff.